Ist es Teil 20? Weißt du das? Ich glaube, es ist Teil. Ja. Hat sie nicht unrecht? Das ist unsere Scheiße, die wir uns eingebrockt haben. Maike muss das nicht wissen, die schneidet es nur. Ja. Ich glaube, es ist Teil 20. Ja. Ach, was weiß ich. Haben wir die Hülle da? Nee, auch nicht. Hülle? Ja. Ach, Hülle, wieso? Die Leute wissen doch, was geht. Leute, ihr wisst doch, was geht, oder? Knaller durchgenommen geht. Nämlich weiter. Endlich mal. Mit Teil. Ich glaube, es ist ich glaube, es ist Teil 20. Ja, ich glaube, 18 und 19 ging das letzte Mal online, ja. Jetzt kommt Teil 20, weil wir einmal 3 Stunden gemacht haben. Ja, das ist jetzt Teil 20 und Teil 21. Heute ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Wir haben uns vorbereitet innerlich. Ich habe die letzten 10 Minuten nochmal geguckt vom Teil 19. Ich auch. tatsächlich ist gar nicht so viel passiert in den letzten 10 Minuten. Wir haben nämlich nur über Filme geredet. Das stimmt. Fand ich schön, sollten wir öfter machen. Aber nicht, während nicht jetzt. Nicht während des Spiels, genau. Ich habe auch schon hier, andersrum, einen Wecker gestellt. 54 Minuten zeigt er noch an, damit wir ungefähr wissen, das läuft. Wann es denn zu Ende ist. Und wir haben gerade schon festgestellt, in unserer eigentlich doch zur zarten Liebe, die gerade erblüht, kriselt es gewaltig. Ja. Ich bin nämlich immer noch der Meinung, dass diese Fight Club-Aussage von dir, das ist plump gelogen. Aber ich habe ihn gerade gefragt, wir haben uns schon wieder über Fight Club unterhalten, ich habe ihn gerade gefragt, was war denn so der Moment, die Szene, wo dir klar wurde, was der Twist sein würde. Es geht doch nicht um die eine Szene. Du merkst es halt, es ist ein stetischer Verlauf, wo du immer mehr Hinweise bekommst. Es ist ja, aber dann sag doch mal ein paar Hinweise, wo du beim ersten Gucken schon gedacht hast, okay, das ist jetzt nicht nur ein grafisches Element oder irgendwie, das ist jetzt ein Hinweis auf irgendwas. Lass uns doch erstmal spielen. Ja. Und dann später. Nein, ey. Ja, nee, du hast recht, lass uns erstmal spielen. Danke. Ja. Also. Ich bin großer Dokumentationsfilm-Fan. 3, 2, 1 jetzt. Gut. So. Also, wir sind, achso, Sound weg, ne? Also, wir sind mit, wie hieß er, Michael? Mit dem Feuerwehrmann. Feuerwehrmann ist er, glaube ich. Soldier, ne? Firefighter. Kämpft im ersten Golfkrieg. 91 war es, glaube ich. Und das erste Mal, was er im Spiel vorgekommen ist, was ich fast ein bisschen schade finde, weil er der Erste ist oder zumindest jemand, der zumindest mal zu ruppigen Waffen greift. Ich finde dieses neue Mikrofon total nervig, weil es schräg ist. Deins auch? Das ist ja voll schräg. Das ist und sehr leise ist es. Wir müssen, glaube ich, lauter machen, oder? Komm, wir springen mal ins Spiel. Ja. Genau, das richtig. Haben wir hatten die Axt. So, und dieses Leuchtstrahlrätsel hatten wir schon gelöst. Ich glaube, das ist ein falsches Spiel schon geladen. Nö. Sicher? Ja. Okay. Wir sind danach ja nur rumgelaufen. Doof. Ja, stimmt. Guck mal, da ist doch. Nein, wir müssen noch diese Luke finden. Aber das wird sie nicht sein. Ja, leider rosa kann nicht schaden. Er wirkt schon ganz schön badassig. Ja. Jetzt muss ich nur den Weg finden, in diesen Raum, wo wir davor... Da scheint mir alles zu sein. Die Tür ist zu. Zu ist die Tür. Zu! Das muss man auch sagen, dass ich. Leute wundern sich immer wieder, warum wir das immer alles vergessen, von Woche zu Woche. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, traditionellerweise spielt man Spiele und gerade so ein Spiel wie Eternal Darkness, was extrem auf Story setzt und Charakterentwicklung und ne, spielt man ja nicht nur einmal pro Woche und lässt halt irgendwie immer eine Woche dazwischen. Also Zeit, ja. Und wir haben ja irgendwie auch sowas Ähnliches wie einen Job, also wir tun zumindest so, als wäre es ein Job, den wir hier machen und spielen auch andere Spiele derweil und machen Beiträge und sind mental immer so bei mehreren Sachen gleichzeitig und auch bei mehreren Spielen. Und da ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, sich wirklich kleinste, vielleicht aber auch wichtige Details dann aus der letzten Woche zu merken. Und man, Alter, boah, kann man an dem vorbeirennen? Ich weiß nicht, ob die Kamera sinnvoll ist. Geile Kamera. Ich komme nicht mehr runter. Oh, Trapper, oder was? Was ist da los? Warum ist er tot? Hä? Ach, die haben sich wieder gegenseitig kalt gemacht. Was ist denn da? Liegt da irgendwas? Nicht runtergehen. Oh, schade. Ich dachte, da würde irgendwas drauf liegen. Aber das gefällt mir sehr gut, dass sich die Gegner wirklich gegenseitig töten. Das finde ich super. Komm, mit der Axt. Jawoll. Das ist schön. Ach, mal, Kinderzombie. Ja, vor allem Kinderzombies weg zum Wechseln. Das finde ich richtig gut. Nee, ich finde den total sympathisch, den Typ. Ich weiß auch nicht, der hat so was sympathisch Erdiges. Findest nicht? Ja, sympathisch erdig. Naja, ich meine, da rennt mit der Axt rum und klopft die einfach weg und braucht nicht irgendwie erst irgendwelche verwunschenen Dolche oder so ein Geschmurbel. Der rennt halt einfach mit so einer Feuerwehraxt rum. Batsch!
Lass uns doch jetzt mal. Ach, Zauber hat er ja. Lass uns doch mal sachlich bleiben. Zauber hat er ja gar nicht, der Kollege. Nee, genau. Wir müssen ja erst vermutlich wieder mal der, die das Tome filmen. Boah. Und dann können wir auch krass abzaubern. Der, die das. Wer, wie, was. Oh, das Blut da, sehr schön. Also solange es nur bei diesen kleinen Zombies bleibt, finde ich das jetzt nicht so süß. Da kommen wir gut mit klar, oder? Da sollten wir uns auch wirklich die Munition mit der MG aufsparen. Ach, die finde ich scheiße. Die finde ich fast am nervigsten eigentlich. Ja, weil da haben wir noch nicht so die geile Taktik rausgefunden, um die wirklich zu besiegen. Da, guck mal, die hauen sich wieder gegenseitig. Das ist fantastisch. Ja, man muss halt echt nur warten, bis er quasi seinen Lederhautmantel. Boah. Aufheben. Aber wir haben noch gar keine Zauber. Ja, scheiße. Gott verdammt. Ja, schön, dass wir da an den Gegner vorbeigekommen sind. Jetzt geht's hier nämlich nicht weiter. Scheiße nett. Ja, bringt nichts, ne? Scheißen Rick. Wir müssen echt erst die Tome auf die Tonne Lackens finden. Hilft alles nichts. Da kommen wir nicht hin. Ich glaube auch nicht, dass du es zerhauen kannst. Tja, Gesundheit, mein lieber Chris. Dankeschön. Nicht, dass du mir krank wirst. Ah, nö. Da würdest du mich auch bei jedem neuen Krankheitstag lange, lange Mails schreiben, die bis ins Detail beschreiben, wie es dir gerade so geht. Wie einige Kollegen hier. Okay. Ja, liebe fürs Detail. Ja. Wir müssen diese Luke finden. Was ist das für eine Luke? Ja, die ist so eine Luke aufgegangen. Ach ja, stimmt, da haben wir was gehört, ne? Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Raum. Also ich, Oh, ist das einfach nervig, Alter. Ich würde ja... Die sind auf der anderen Seite und ich krieg's nicht hin. Du kriegst es nicht hin. Ich würde ja instinktiv irgendwie nochmal zu diesem Lichtraum zurückgehen, Lichtstrahlraum. Ich kann mir nicht... Verdammt, was haben wir denn da gefunden? Haben wir da irgendwas gefunden? Gab es da irgendwas? Hat sich da die Luke geöffnet? Lass uns in die Trapper-Dimension gehen. Ja, ist gar nicht so dumm. Einander leben. Am liebsten würde ich die Typen da wegkloppen. Warum ist jetzt schon wieder so ein dicker Typ? Der ist doch vorhin tot zusammengesackt. Das gefällt mir nicht. Ja. Nein. Ja, mach schon. Ja! Hast du kompletten Sound? Ja, aber es grüsselt ein bisschen. Das Problem ist, der darf mich echt nicht anfallen. Der darf mich nicht anfallen. Nein, alles gut. Alter. Ich spiele gerade privat Uncharted 3. Warum steht denn hier? Jetzt ein bisschen irritiert. Stichwort Schiffsfriedhof? Ja, und hab tatsächlich für den Schiffsfriedhof, bei dem andere Leute ja tatsächlich auch sehr, sehr große Probleme hatten, einfach Versuche gebraucht. War jetzt nicht sonderlich schwierig. Flunkerst du uns da wieder an, Christian? Nö, gar nicht. Nö, gar nicht. Ja, mein Gott, der eine findet halt dieses schwer, der andere jenes, ne? Und ich glaube, wir sind nicht in der Position, uns über Kollegen lustig zu machen, die länger mal an so einer Stelle hängen. Ich glaube, das wäre ein Boomerang. Ein Boom. Aber das sieht wirklich aus, als müsste da irgendwas liegen. Das irritiert mich voll, aber scheinbar nicht. Vielleicht muss man das einfach nur was drauflegen. Nö. Nee. Oh! Das ist ja schon nervig, ne? Naja, aber jetzt haben wir wenigstens wieder alles voll. Alles voll. Alles voll. Alles voll, alles blau. Eine Deutsche, der macht immer was kaputt. Die Deutschen machen immer was kaputt. Niederländer sind ja auch in meinen Augen die besseren Deutschen eigentlich. Also ich weiß, das ist... Eieiei, Alter, jetzt wird's fast schon politisch.
Alter. Ey, ist das nervig? Ja, ey, diese Typen, kann man die nicht vielleicht mal wegballern? Kannst du nicht die MG nehmen? Vor allem, die stehen einfach durch. Ich fänd's geil, wenn die mal weg sind. Wir müssen ja bestimmt noch wahrscheinlich 100 Mal da hin und her laufen. Gucken wir mal hier den Raum. Kann man da nicht her? Ja, schon, aber jetzt gerade. Ich bin mir halt gerade tatsächlich unsicher, in welchem Raum. Muss ich. Denn, das Ding aufgegangen ist. Dass auch keine Sachen markiert werden, ne? Ist auch so. Nö, also da kamen wir auf jeden Fall her. Ja, ja. Da haben wir ja die MG gefunden und so. Dann also ich kann mir nicht vorstellen, dass man. Nach links würde ich dann jetzt gerne. Alter. Ist Alter, das wie groß der Bauch ist. Was schrumpfen wir? Ist das ein Sanity-Effekt? Werden wir immer kleiner? Hey, geht mir schon ein bisschen auf den Nerv. Warte, jetzt will ich doch hier rein. Dann würde ich eigentlich. Muss ich runter? Genau. Dann geht den zweiten. Na, jetzt bist du vermutlich im obersten Stock, oder? Ja, ja, aber. Also da oben kamen wir ja nicht weiter. Das check ich gerade nicht. Meine Gedankengänge sind jetzt, wenn wir jetzt in den Raum quasi nach rechts gehen würden, ja? Da sind dann zwei Möglichkeiten für eine Tür. Siehst du das? Also, die Leute werden das jetzt nicht sehen, aber hier, ja, komm, so, hier kommen wir ja weiter. Hier kommen wir dann nach unten, ja, könnten wir hier den Weg lang, aber da waren wir ja schon 10.000 Mal. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir da lang, kommen wir da lang, kommen wir da lang, kommen wir da lang. Aber hier kommen wir da oben nicht weiter. Wie gut du das erklärst. Ja. Ja, ja, deswegen meine ich auch, wir sollten vielleicht einfach nochmal den Raum mit diesem Rätsel untersuchen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Ja, vielleicht. Also sich zu überlegen, wo wir lang müssten, macht ja irgendwie wenig Sinn, wenn man da einfach nicht lang kann. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen zaubern können, um an dieser magischen Barriere da vorbeizukommen, um diese Statue zu kriegen. Und um zaubern zu können, müssen wir das Buch finden. Um das Buch zu finden, müssen wir bestimmt irgendwie dieses Rätsel da lösen. So wahnsinnig viele Möglichkeiten sehe ich da jetzt nicht mehr. Und wir haben ja auch nirgendwo einen Gang übersehen oder so. Das könnte uns ja nicht passieren. Nö. Also nicht. Ey, wir haben halt die Klappe übersehen einfach. Und das Alter. Genau. Wir haben die Klappe übersehen und nicht gecheckt, wo die aufgegangen ist. Auch hier. Was denn da? Ja, ach, da ist es doch. Da ist sie. Ja, meine ich doch. Guck, ja. Habe ich doch gesagt, im Raum ist es. Geplant. Aber für unsere Verhältnisse ist es ziemlich schnell. Ja, na ja, also. Na, das ist doch super. Eingebettet in etwas, das Ähnlichkeit mit einer lederhautartigen Menschenhand. Das hast du dazu erfunden. Liegt versteht nicht Menschenhand. Gebundene Menschenhaut mit aufwendigen geschrumpften Knochen dekoriert. Das scheint zu rufen und nach einem Besitzer zu verlangen. Soll Michael das Tome of Eternal Darkness an sich nehmen? Ja. Das Lustige ist, den Text liest du immer vor. Also Anruhe springst du ja, mit den. Aber ich mag den auch sehr. Ich mag auch diesen Raum sehr. Cool! Mann! Also jetzt geht's ja wohl hart ab. Genau, und da jetzt lang zu der magischen Barriere. Das ist doch geil. Jetzt können wir auch hier mit schön ein bisschen zaubern, ne? Ja. So. Pass auf. Aber gerade. Wir machen jetzt mal Schnellsprüche, wir belegen uns die jetzt erstmal. Wir haben magisches Item, Erholung, Isolierung, weiß nicht, ob wir den brauchen. Magische Attacke, ja. Ich habe gelesen in den Comments die Bestätigung, wie ist der Zauberspruch? Magische Summe, ne? Magische ja. Summe. Wie es funktioniert, ja. Ja, der füllt quasi permanent auf, ne? Oder? Oder alles? Alles. Ja, der füllt alles auf. Ja, einen gewissen Zeitraum füllt ja. Halt auf. Je stärker das ist, desto mehr füllt auf. Aber, Also jetzt gerade geht es uns ja relativ gut. Ich will kurz Erholung zuordnen. Und zwar in gut nach oben. Magisches Item würde ich zuordnen wollen. Aber hast du jetzt zweimal in rot zugeordnet, ne? Ja, ist egal. Also das ändere ich ja jetzt gerade. Magisches Item würde ich zuordnen. Ja, Isolierung brauchen wir auch nicht unbedingt, oder? Isolierung brauchen wir nicht, aber Summe können wir gebrauchen. Ja, ja. Magische Summe kann nicht schaden. Leben. Leben finde ich tatsächlich am wichtigsten. Wen, was? Leben. Leben, ja, sicher. Also. Ja, klar. Die anderen Sachen sind eigentlich relativ egal. Trapper, Isolierung, Schild. Schild könnte man vielleicht noch gebrauchen. Haben wir ja auch nur. Machen wir jetzt auch erstmal nur 3er. Das passt ja schon. Machen wir das mal hier. Oh, und jetzt schön die Axt verzaubern. Das ist geil. Ja, da steht noch so. Ich hab die 3er ausgewählt. Aber das macht ja nichts. Ja, komm. Macht ja nichts.
So, jetzt machen wir was anderes. So, pass auf, jetzt müssen wir kurz überlegen. Hannes, kannst du eben die Tür zumachen? Ja, hat jemand das Schild hier nicht rangemacht? Maike. Ja. Hat jemand die Tür nicht zugemacht? Man muss halt auf alles Acht geben hier, ne? Das ist, Ja. Wir sind halt quasi Mädchen für alles. Vor allem Mädchen. Ja. Das Problem sehe ich auch oft. da sind wir jetzt. Da waren wir doch gerade schon. Ich muss mich jetzt gerade kurz zurechtfinden, weil es tatsächlich ein bisschen alles gleich aussieht. Ja. Mir würde ja schon reichen, wenn ein Punkt auf der Karte wäre, wo ich gerade bin. Das ist so ein bisschen, der ist so ein Stringer Bell-Typ. Jetzt bin ich richtig. Stringer Bell könnte den sehr gut spielen. Ja, cool, ein Typen vorbei. Mann, das läuft doch hier, ey. Ist doch geil. Wir freuen uns ja mittlerweile wirklich schon über mal... Über die einfachen Dinge. Ja, wirklich einfach mal zwei Gänge hintereinander ablaufen zu können. Finden wir schon cool. Ja! Das ist nicht so smart. Nee, komm. Aber... Ach, den Gruppen. Ja, lass. Das bisschen geistige Gesundheit. Das bisschen... Haushalt macht sich von Wir wurden nein, nämlich zum Kommentarbereich gelobt, dass wir so schön die alten, ja, dass wir A, viel singen, aber dass wir auch B, jetzt. Ja, dass wir auch B, die ganzen alten Ärzte-Songs kennen. Ja, natürlich kennen wir die ganzen alten Ärzte-Songs. Sagen. Diese Songs, die wir kennen, sind älter als die meisten Leute, die heute die Ärzte hören. Das stimmt allerdings. Und... Ah, das mag ich auch, wenn die Runen so auf die Erde krachen. Das ist super. Ein Erinnere Bildnis mich an aus Smaragd. Dich abends bei mir in der Wohnung. Ein Bildnis aus Smaragd steht auf einer Ablage. Was? Was war gerade mit deiner Wohnung? Nee, er erinnert mich gerade an dich abends bei mir in der Wohnung. Du meinst kniend, ja. Unterwürfig, voller Demut? Ja. Vielleicht ist es aber auch nur... Plus. Oh, scheiße. Ah! Alter! Nein, Hilfe! Was ist das denn? Die Arschlöcher! Tatsächlich, Jetzt die Frage, kann man denn vorbeirennen? Müssen wir die umballern? Müssen wir die wegzaubern? Ich hast du mir den Sound geklaut. Wirklich? Ja, aber macht nichts. Ja, das ist so ein bisschen kreblich hier. Ist ein bisschen tricky, das Ganze. Wollen wir vielleicht auch ein bisschen lauter machen? Es ist sehr leise, oder? Nee. Wirklich? Ja, das ist angenehm. Ja. Oh, es verhakt sich. Ich stehe für dich nicht auf. Ich stehe für dich nicht auf. Ja, Hause tot! Jawohl! Ja, komm hier, Schwein! Ja, war jetzt nicht so. Nö. War der Schockeffekt größer als. Ah nein, guck mal, da war schon eine Leiter. Da gehen wir. Was ist da los? Ah. Ah, okay. Na, ah, ihr Schelme. Ja. Nice try. Ja. Also wirklich für eine Sekunde zieht es ja doch immer noch. Es muss einen Nachfolger von diesem Spiel geben. Ich finde es so lustig. Ja, aber ohne Flachs. Mit heutiger Technik, was meinst du, was du da rauskommst? Wirklich, was man alles machen könnte. So mit Achievements und Online-Meldungen von Freunden und sowas. Ja, genau. Dass halt der online ist und dann so. Ja, oder dass alle 5 Sekunden irgendjemand irgendeine Meldung aufploppt. Der und der ist online. So Leute, die gar nicht in der Liste hast, bis du durchdrehst. Genau. Oder dein Xbox Live Gold läuft ab. Jetzt. Ja, oder sie wurden aus dem PSN gesperrt oder sowas. Ja. What? Hallo, ist das FBI? Genauso melden sie sich. Hallo, hier ist das FBI. Das erinnert mich wieder an deine Spitzengeschichte vom letzten Mal. Irgendwas mit dem FBI-Agenten. Das ist lieb. Kommst du da jetzt nicht her? Ja, da komme ich her, aber mir ist gerade eingefallen, wir könnten einfach mal speichern. Der Sicherheits-Chris empfiehlt, speichern alle 25 Minuten. Naja, ist das nicht verkehrt. Ja. Vor allem habe ich gemerkt, dass die Typen ganz schön stark sind. Ich fand bei, hier, Animal Crossing, Mr. Rossetti, der war so gut. Kennst du Mr. Rossetti? Mr. Rossetti, ja. Das ist diese, Was war das, Maulwurf oder so? Ja.
Immer wenn du Animal Crossing ausgemacht hast, ohne vorher zu speichern, beim nächsten Mal, wenn du es angemacht hast, hat er die eine große Standpauke gehalten. Und es wurde immer länger. Und irgendwann musstest du sogar eine Entschuldigung eintippen mit dem Pad. Ich entschuldige mich und ich werde ab jetzt immer speichern. Das war, Mr. Resetti war geil. Mr. Resetti hat sein eigenes Spiel gebraucht. Das sieht der Auslochmann bei Red.de. Der Auslochmann? Ja. Ja, stimmt. Nee. Ja, ich habe hier auch gedacht. Ey, kleine gut gelaunte Frage zwischendurch. Warum rennst du an dem nicht einfach vorbei? Weil ich hoffe, dass ich von dem komme. Ey, ich kann doch nicht an jedem Gegner vorbeilaufen. Naja, aber. Die sind jetzt auch nicht so stark. Ja, ich kämpfe ja auch gern, aber ich sehe halt irgendwie immer die Gefahr, dass. Siehst du? Und ich glaube, es lohnt sich doch meistens echt einfach gar nicht. Der hat ja auch keine Rune in sich oder irgendwas, was man von ihm erbeuten müsste. Komm, fall zusammen, Schwein! Oh. Ey, jetzt geht's einfach wirklich so falsch. Alter, jetzt ist Backengewäsche. Er oder ich. Wer bist du? Eddie Bessel Calibur? Ey, wirklich, ich wünsche, ich wäre bei diesem Redaktionsturnier mal gewesen. Ja. Ich muss echt sagen, du warst besser als alle anderen auf jeden Fall. Mit Abstand. Selbstverständlich. Also aber ich habe jetzt zur Kalbe auch ein bisschen gespielt und ich muss sagen, du bist nicht gut. Also ich mache nicht mal annähernd. Aber halt besser als alle anderen. Und deswegen ärgert es mich, wenn ich dabei gewesen wäre, Alter. Aber wir beide wären im Finale gewesen und es wäre ein spannender Kampf, aber der hätte ich natürlich trotzdem souverän gewonnen. Aber das Pferd hüpft halt auch nur so hoch, wie es sein muss. Das ist völlig richtig. Also, da machen wir uns immer nichts vor. Und wenn die Sonne des Skills niedrig steht, werfen auch Zwerge lange Schatten. Das war ein Diss gegen mich. Nö, eigentlich gegen alle. Ja, auch irgendwie war. Oh, Trapper ist scheiße gewesen, ne? Gregor ist auch ein harter Buttonmasher. Hast du mal drauf geachtet? Ja. Ich hab auch den UFC-Beitrag von Gregor gesehen, wo er ein bisschen UFC spielt. Alter, was für ein krasser Buttonmasher Gregor ist. Ja, aber wirklich, das ist ganz schlimm. Ich finde auch ganz schlimm bei Leuten, das macht nämlich Eddie auch. Wenn die bei Prügelspielen das Pad so in die Hand nehmen, dass sie quasi so auf den Tasten. Ja, das kann ich gar nicht. Mit den zwei Fingern, statt so, weißt du? Ich meine, klar, ja, da komme ich schneller an alle Tasten, aber das geht einfach nicht. Das sieht auch kacke aus. Manche Sachen darf man auch nicht machen, weil die einfach keinen Style haben. Ja, das stimmt. Sonst könnte man ja auch mit der Handfläche einfach über alle Knöpfe rubbeln. Rubbel die Katz. Nee, das stimmt. Aber da muss ich auch sagen, das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch dann schlechte Erziehung. Pet-Erziehung. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überinterpretiert. Aber es ist mir aufgefallen. Ja, also bei Gregor fand ich es auch ganz schlimm, tatsächlich. Da dachte ich mir auch so, okay, was ist das denn für ein Benehmen? Was ist das denn für ein Benehmen? Nein, doch nicht mit der Maschinenpistole, Mann. Nein, aber guck mal. Die brauchen doch nur einen Schuss. Jetzt nicht weiter, ja. Die schöne Munition. Vielleicht sind es am Ende genau die drei Kugeln, die uns dann fehlen. Vier Kugeln. Fünf! Alter! Jetzt heulen rum alle, wir haben 500 Kugeln und ich habe alle Gegner bisher mit dem Äxtchen zerstört. Ja, aber vielleicht brauchen wir das ja dann auch. Guck mal, jetzt sind wir wieder da. Hä? Ach so, hä? Ach so! Ja, sind wir einmal schön ums Karree gelaufen quasi. So, warte mal, wir haben Smaragdenbildnis, ne? Und wir haben so ein rotes. Kann das sein? Kannst du mal kurz nachgucken? Und ich sehe, das eine ist rot, das zweite ist grün. Da fehlt doch was. Aber ich will mir doch selbst oder anderen Kollegen in den Arsch beißen, wenn da nicht noch eine blaue Statue irgendwo ist. Und dann sage ich, wir müssen die irgendwie im Kreis anordnen oder so. Oder nacheinander irgendwo draufstellen oder sowas. Pass auf. Ich sag es. So. Okay. Ja. Haben wir denn gerade, wir sind jetzt quasi einmal im Kreis gelaufen. Ja. Haben wir denn bei dem Weg, den wir jetzt gerade gegangen sind, da wirklich jede Abzweigung genommen? Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Dann muss ja jetzt irgendwo quasi. Aber wir können nochmal den Weg zurücklaufen. Also. Uns eine. Für mich ist das jetzt relativ Wumpe. Wumpe? Ja, ich möchte nur vermeiden, dass wir aus Versehen blöd an einem, einer Leiter vorbeigelaufen sind oder so. Hier zum Beispiel ist da. Ja, genau, das sind nämlich immer, weißt du, dann ist da irgendwo zwischen zwei Säulen eine Tür, die man einfach nicht sieht. Deswegen, Chris, das machst du völlig richtig, lass dir nichts erzählen. Man muss solche Räume wirklich. Auch mal erkunden. Selbstverständlich, ist doch ganz klar. Ja, man muss Höhlen. Und selbst der hätte ja auch Munition liegen können oder so. Man muss die Räume erforschen. Das ist halt Resident Evil Leitkultur, möchte ich meinen. Räume erforschen, Zombies töten. Ja, aber Resident Evil Kultur ist nicht völlig wahllos.
Das stimmt. Mit der Freigebigkeit eines so umnachteten Königs seine Patronen einfach so in die Luft zu werfen. So, hier das Volk, nehmt die Patronen. Da hast du auch recht, vollkommen richtig erkannt, Wolf. aber wohlwissend. Wohlwissend? Habe ich Trapper mit meinen der Trauber. Kugeln okay, erledigt. Okay, hier war nichts. Da ist ein Leiter. Wo führt er die noch gleich hin? Mit meinen Kugeln erledigt. Oh, Mann, die Typen überall. Ich finde das auch ein schönes Schussgeräusch. Ich weiß. Die Sounds generell sehr angenehm. Also so gerade wenn man mit der dicken Wumme ballert. Ach nee. Ja, ich muss dann nur nachladen. Ach, ich lasse das mal gehen. Ach, ich nehme die Axt. Graf Dauerfeuer ist leer gepumpt. Ich habe gar nichts an. Aber ich würde sagen, ich finde das Schussgeräusch. Ich weiß nicht, wie so eine Wumme in Wirklichkeit klingt, aber es klingt so, als könnte sie genauso klingen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Nicht dieses übertriebene Hollywood-Geballer, sondern. Was ist denn da los? Ich wollte nicht mehr. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt der Simon. Das war alles easy. Alles cool, Mann! Jawohl. Ob er gerade traurig war, dass er reingepasst ist und deswegen die ganze Zeit das Wort gesagt hat. Hat er? Jetzt gesagt. Oh, guck mal, na, die Leiter runter. Oh Gott, was. Na. Ah, einladen. Na, gerne. Du kommst in den Raum und der ist einfach blutrot. Mit Blut getränkt und mit lederhautartiger Menschen. Mit Menschen im Abfall übersät. Was? Mit Menschenabfall. So stelle ich mir das Paradies vor. Oh. Wie viele sind denn das? Ich glaube wirklich, man kann an den meisten einfach vorbeirennen. Ja. Ich glaube, also es ist. Diese hier, diese. Es spricht ja für deine Kämpfernatur, aber ich glaube, du machst dir da unnötig viel Mühe. Unnötig viel Stress, sagst du? Stress. Oh! Ach, guck mal, nein, das ist ja der Horrorraum. Erinnerst du dich? Das ist der Raum mit der Falle, wo wir dann einen Zombie reinschicken mussten und das ewig nicht gerafft haben. Ah, ja, ja. Ja. Oh, jetzt sind da noch 4 Trapper, Alter. Also da würde ich jetzt gleich auch die Puste nehmen und die einfach wegpusten. Ja, aber gepustet wird hier nicht. Rot hätte ich jetzt gerne. Oder grüne, verschwindet er halt. Nee, mir geht's um Rot, dass ich Leben habe. Ja, aber ich meine dann von da darüber und so. Ach. Also geht's auch. Philipp Halle Pipeline? Ja. Gehen Sie mir mal das Gewicht zu sehen. Hörst du dir die coolen Sprüche von Kulo Buster schon ab? Ja, du musst aufhören, die Narzissten. Ach komm, das ist doch liebevolles Gedisse. Gedisse, nein. Genau. Gedisse unter Kollegen. Nein, ach, das ist doch Gedisse. Das ist doch wirklich so augenzwinkerndes Anzanken. Kabbeln möchte ich sagen. Kabbeln. Ein bisschen kabbeln. Aber ein bisschen ist ja alles nur Spaß. Meistens. Dann verkackt wirklich mal wieder. Ja, dann ist es auf einmal gar nicht mehr Spaß. Und dann auf einmal muss er mir eine Kiste Bier aus dem Internet bestellen. Fand ich sehr lustig. Habe ich nur noch eine Flasche. Oh, echt, das ist ja ein leckeres Bier. Ist das. Oh, das würde mich an seiner Stelle mega aufregen. Was denn? Wenn ich Bier kaufe und es nicht selbst trinken kann. Ich will nicht sagen, wie das aussieht. An seiner Stelle würde ich das aufregen. Ja, klar, an seiner Stelle. Bei meiner Stelle ist mir das egal. Ich hätte halt gerne eins gehabt, aber du bist halt ein Kollegenschwein. Na, ich konnte ja nicht hier die Kiste aufmachen. Ich musste sie ja wie nach Hause transportieren. Deswegen konnte ich ja erst zu Hause aufmachen. Stimmt. Das ist ja mal ein bisschen. Ich habe die Möglichkeit, nochmal ein Bier mitzubringen. Ja, jetzt geht das nicht, denn ich habe ja nur noch eine Flasche. Das sehe ich ein. Aber kannst du mir heute Abend noch ein Bier kaufen? Ja, genau. Könnte ich. Schauen wir mal, je nachdem, wie du dich hier bei Eternal Darkness jetzt so schlägst und wie ich das so sehen muss. Alter, was ist denn jetzt hier los? Oh, ich würde kämpfen. Oh, ich will kämpfen wollen. Ich sollte auch kämpfen, oder? Ich glaube, der Große hier hat was für mich, ey. Also, wenn du kämpfst, dann kämpfe gut. Das war gut, aber ein Stein schlägt niemals zurück. Was musst du gerade machen, dass du so extrem lachen musst? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist unten gesagt, im Raum. Aber ist ja eigentlich immer lustig. Ey, ich sag so viel, wo die Leute lachen müssen. Also meistens, wenn ich frage, ey, ist der Beitrag schon fertig? Dann ernte ich immer schallendes Gelächter. Ich schneide seit 8 Wochen. Ja. Oder ey, kannst du das nicht auch mal wieder übernehmen? Du bist lustig.
Oder ey, kriege ich mal eine Gehaltserhöhung? Ja, Gehalt? Nee, überhaupt Gehalt? Naja. Aber wir machen es ja einfach, weil es uns ein der Liebe wegen und weil es uns ein tiefes Verlangen ist. Ich finde es mit der Axt echt ganz cool, tatsächlich. Ich sag ja, die Axt ist voll geil. Ey, Nahkampfwaffen sind einfach echt immer viel besser. So mit der Knarre rumballern, das kann einfach jeder. Ja, bei Left 4 Dead finde ich es auch ganz geil. Das stimmt, obwohl da... Da war es natürlich immer sehr ineffektiv. Ja, ach, es hängt davon ab. Beziehungsweise ist es fast so gefährlich. Wenn du in so einer... Ja, aber wenn du in so einer Rotte von Zombies auf dich zukommst, dann ist eine Nahkampfwaffe eigentlich sogar ziemlich... Und da mit einem schönen Baseballschläger. Ich fand die Kettensäge immer geil. Einfach reinhalten. Oh nein, was ist da los? Detail! Ein seltsamer Obelisk aus dunklem, granitartigem Material. Er versperrt den Weg und scheint jedem Besucher der Schädigung... Jedem Versuch der Beschädigung zu widerstehen... Dann müssen okay. wir doch mal... Warte mal. Okay, ich weiß, es steht da, aber probier trotzdem mal drauf zu kloppen. Vielleicht wird da nochmal was gesagt. Nein, so nicht. Ja, okay. Aber das ja, ey, erstmal weiter. Ja, genau. Damit beschäftigen wir uns, wenn es soweit ist, wahrscheinlich in 3 Minuten. Ey, noch mehr Typen! Wir müssen ja im Prinzip nur aufheben. Dann. Sollen wir es doch mal erstmal aufheben? Lass mal kurz gucken. Was denn? Nee, ach komm, lass uns erstmal gucken, was wir brauchen. Vielleicht ist da irgendwas, mit dem wir dann den Obelisk da wegschieben können oder so. Nee, wir müssen wahrscheinlich immer den Aufhebezauber machen. Aber... Ach so. Weißt du wieder was, was wir nicht wissen? Ja, ne, es war ja drauf gezeichnet. Ja, da stand doch was drauf. Trotzdem, es klingt so gar nicht nach dir, sofort auf eine Rätsellösung zu kommen. Das stimmt doch gar nicht. Ey, dieses 9er-Rätsel, das auf jeden 9er, das war super gelöst von uns beiden. Ja, trotzdem. Ey, du versuchst dich gerade mit den Leuten im Kommentarbereich zu vereinen. Zu solidarisieren. Nee. Ein Antichrist. Ach, überhaupt nicht. Natürlich. Nee. Aber also so manchmal, ich bin da einfach, weißt du, manche Dinge, da stutze ich kurz. Das ist irgendwie, irgendwas passt da nicht, irgendwas ist seltsam. So wie du gestutzt hast bei manchen Hinweisen von Fight Club, die wir irgendwann verraten haben nach 20 Minuten. Nee, ich glaube, ich weiß, was die Lösung ist. Weißt du, so stutze ich bei dir manchmal auch. Manchmal aber so, ich glaube, ich weiß, was hinter... Zum Beispiel nicht. Ich auch nicht. Bis heute nicht, was da passiert. Ja, aber Sixth Sense finde ich auch, naja. Der Bassrelief zeigt einen stolzen Krieger. Das Bild strahlt eine Stärke aus, die den ganzen Raum bestimmt. Auf dem Bild befindet sich ein kleines Board, das aus der Wand heraustritt und auf etwas zu warten scheint. Oh, vielleicht auf, das? Ja. Ja, wir haben... Ah! Drauf, ne? Wie jetzt? Die Typen wollen rappen wie ich? Deluxe Music Flow Styles kicken wie ich, wie jetzt. Da wird er wach. Wie ich? Die Leute aber siehst du, guck mal. Ja, doch, klar. So ein rotes Relief, ein grünes und blaues. Aber wir haben ja die blaue Statuette noch. Ja, dann geht der. Dann müssen wir jetzt den. Müssen wir jetzt erstmal hier aufheben. Das könnte sogar sein mit dem Aufheben. Aber das ist hier. Aber du hast es so schnell gesagt. Ja, weil es doch da steht quasi. Ja, da trotzdem. Ja, also da bin ich jetzt nicht schnell, sondern du immer nur langsam. Ja, so vielleicht ist es ja noch nicht mal wahr. Ja, probier. Aber ich, ja, könnte sogar sein. Aber es ist halt so ungewohnt, weil man noch nie Gegenstände wegzaubern musste. Naja. Also wie mal einen Hebel suchen oder so, dass ich Luke ist ja alles klar. Luke öffnet. Aber was wegzaubern? Das ist auch falsch. Oder erkennen oder so? Ja, ich weiß auch einfach mega falsch. Ja, aber könnte sogar sein. Also vermutlich, wir haben ja nichts, womit man das bewegen kann. Ich dachte, wir würden da vielleicht irgendwas finden. Irgendwie einen Seilzug oder was weiß ich nicht. Aber da ist doch diese Rune. Kreatur. War das nicht die Rune? Ja. Oder? Doch, klar. Ja, Kreatur. Oder müssen wir eine Kreatur beschwören? Vielleicht so ein Monster beschwören und aber das Monster... Wenn es stärker ist. Ja, und das Monster drückt dann den Obelisk weg. Ja. Warum auch immer das Monster das tun sollte. Ja, so ein Grauen mal. Dreier reicht wahrscheinlich, ne? War ja so ein Dreierkreis. Oder? Ja, ein Dreier wäre aber ein Trapper. Ach so. Aber ist Grauen nicht was anderes als ein Trapper? Wir haben noch Trapper und Grauen. Ja, aber Trapper... Hier, guck, den kriegst du nur als Dreier. Dann der 5er ist quasi der Zombie. Und das hier ist der 9er. Achso, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ey, vielleicht. Ja, beschwör mal einen Trapper, keine Ahnung.
Ich würde ehrlich gesagt nicht raffen, was ein Trapper damit zu tun hat, aber ich habe einige Sachen. Da fährst du an der Seite vorbei. Ja, okay, aber dann muss der das Ding ja irgendwie noch bewegen. Ja. Oder der kann es wegzaubern. Können wir damit irgendwie... Da! Ja, genau! Ja, wie mit der Leiche, ja klar. Hm? Ah. Hä? Ist es jetzt weg? Nein, da steht es doch noch. Aber ey, ich glaube, das war gar nicht so dumm. Es hat irgendwie nicht geklappt, aber ich glaube, das war ganz gut. Komm, das machen wir jetzt nochmal, oder? Aber auch wieder mit dem. Nein, mit dem Trap. Ne, aber wir haben doch die Leiche. Doch, stimmt, ja klar, wir haben ja auch diese Leiche da weggezaubert, weißt du noch? In dem Kohlenraum da, in dem Generatorraum. Und ja, wahrscheinlich kann er das dann genauso gut mit dem Obelisk machen. Ob er jetzt eine Leiche wegzaubert oder Obelisk, ist so ein Trapper scheißegal, er macht einfach alles. Es muss weggezaubert werden, komm, sag mir wo, sag mir was. Trapper, ihr starker Partner, wenn es um Verzauberung geht. Dann müssen wir jetzt kurz ein bisschen rumlaufen. Um habe keine Magie mehr für Erholung. Nicht mal mehr. Du beugst jetzt rüber zu mir. Wir haben nicht mal mehr Magie. Nein. Oh. Und auch dafür fehlt uns noch Magie. Nein, das finde ich ganz schön doof. Also ich hoffe natürlich, als Feuerwehrmann hat man natürlich auch jetzt nicht so die Expertise in Sachen Magie. Als was? Als Feuerwehrmann. Ja, das stimmt. Das kann man jetzt wirklich nicht von ihm verlangen. Nö, das kann man nicht. Also der hat Ahnung von Chicken und von Feuer. Von Chicken? Ja. KFC. Wieso? Wie schlecht du bist. Ich hoffe, jemand von Arte sieht das gerade. Ey, es ist Kunst. Alles ist Kunst. Du musst Kunst, oft, ja. Du musst Kunst? Oft genug machen, dann ist es Kunst. Weißt, wenn du einmal mit einer Hand voll gegen eine Wand wirfst, bist du ein Schwein. Ja? Das stimmt. Wenn du es fünfmal machst, bist du ein Psychopath. Und beim 20. Mal ist es Kunst. Oder du verkaufst es beim ersten Mal schon für 10.000. Dann bist du direkt auch angesagter postexpressionistischer Künstler. Ja, vor allem bist du dann ein guter Geschäftsmann. Da, guck, es ist geil. Ja, vor allem bist du dann ein guter Geschäftsmann. Ja, das stimmt. Also. Ey, ich glaube, ich mach das demnächst. Scheiß mal hier auf Game One, diese bekloppten Videos. Nee, scheiß auf deine Hand. Darum ging's. Scheiß auf Game One und dann auf meine Hand und dann verkaufst. Geil, ey, wir haben das Rätsel gelöst. Mann, ist doch super. Ja. Was ist denn los, Chris? Ich bin sehr, sehr unzufrieden mit diesem Mikrofon. Das sagtest du bereits. Aber was ist denn, du Kleiner? Du Kleiner? Ey, ich hoffe, da ist jetzt so eine blaue Statuette. Und dann müssen wir da hoch und momentan ist das sicher nicht sicher. Aha, aber sicher. Danke für diesen wertvollen Sicherheitshinweis. Boah, selbst da sieht die Nachladeanimation cool aus. Genau, das wollte ich sagen, bei Left 4 Dead, da mag ich am liebsten das Sturmgewehr. Ich liebe das Sturmgewehr, das ist das Geilste. Überhaupt Left 4 Dead. Wann kommt endlich der letzte Add-on-Content raus für Left 4 Dead 2? Da warte ich wirklich, ich warte seit Monaten drauf. Ja, ich freue mich. Ja nicht so geil, aber das ist einfach nur ja, aber irgendwie, immer alles was cool ist, findest du nicht cool. Das nö, ist ganz, das ist ganz komisch. Das ist zum Beispiel bei ganz cool. Nicht schlecht. Das war eigentlich. Das war ziemlich gut. Ja, es war vor allem eigentlich auch eine, ein Lob. Ja, erstmal was ein Diss eigentlich. Hä? Boah, das ist ein ganz anderer Raum eigentlich, in dem man geht. Das sind doch alles Schweine. Ich such das ja, das ist. Aber auch da ist es sicher nicht sicher. Oh Mann, diese Trapper-Penner! Nein, nein! Oh. Ja, sonst hätten sie mich jetzt verzaubert. Ach ja, dann hätte ich ja. Ich hab doch einfach nur Schiss davor, dass dann ein dicker Bosskampf kommt und der braucht halt richtig fett mit der dicken Wumme und wir stehen dann irgendwann ohne Munition da. Und dann heißt das nämlich, ach du Schreck. Da ist doch was, aber das sieht nicht blau aus. Das ist irgendwas anderes. Boah, geil. Ein Altar bestehend aus ausgegrabenen menschlichen Knochen steht am Anfang dieses Raumes. Nee, am Ende. Ja, am Ende. Ich wollte gerade gucken, wie lange wir noch haben überhaupt. Ja, wir haben noch. Wir spielen erst 37 Minuten. 16 Minuten haben wir noch. Ein Altar besteht aus ausgegrabenen menschlichen Knochen, steht am Ende dieses Raumes, in denen aus Knochen geformten Armen befindet sich eine Schriftrolle, die mit obskuren Kritzeleien bedeckt ist. Fessel. Tatuga, Bangkok, Aretak. Okay. Können wir dann vielleicht möglicherweise Feinde gefangen nehmen oder sowas? Wenn komm, untersuch den Spruch direkt mal. Ich will wissen, was er kann. Oh nein.
eigentlich möchte man diese magische Barriere gar nicht aufheben, ne? Nee, alles cool. Aber das haben auch alle, ne? Fessel. Guck, mach doch mal auf Prüfen. Guck dir erstmal, was das ist. Ja, ich will erst hier. Wie, was machst du denn? Irgendwas macht er zumindest. Prüfen mal. Das wäre schön. Auf der Rolle wurde etwas gekritzelt. Diese Magie bindet einen Gegner an den, der den Spruch spricht, ja, für die Dauer der Magie die Seiten wechseln. Dieser Spruch benötigt die Runen, Bankrocken und alle Taktiken. Geil, wurde der eine jetzt schon verzaubert? Der hat nämlich gerade irgendwie reagiert. Aber die prügeln sich nicht. Ich glaube, das hat noch nicht gewirkt. Dann muss ich erst aufheben. Absolut. Oh, das ist aber geil. Dann können wir die schön gegeneinander antreten lassen. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. Ja. Soll ich mal irgendwas falsch gerade? Grün, ne? Jetzt habe ich gleich schon wieder keine Magie mehr für den Festerspruch. Ich glaube, ich verstecke irgendwas. Eine Barriere ist schon mit Energie versperrt. Magnetik hinter diesem Energieschild befindet sich weg. Ach so, okay, ja, ja, alles klar. Das hätten wir vielleicht vorher lesen müssen. Ja, scheiße. Dann müssen wir wirklich mit der Fessel, müssen wir den einen Gegner fesseln. Machen, quasi. Ja, damit der eine dann den anderen tötet. Liste der Sprüche, lass mal kurz hier gucken nochmal, was war da nochmal drin? Bangkok und Aratak. Ja, okay, machen wir jetzt schön Siebener. Was war's genau? Bangkok? Ja, nicht da, nicht da. Oh, Teufel. Du warst klug, du hast hier Wasser mitgebracht. Ich würde dir was von meinem Wasser abgeben, aber ich muss ein bisschen widerlich Leuten mein Wasser anziehen. Du hast aber Glas. Ja, aber die sind ja schon benutzt. Nee. Doch. Nein. Ach, nein. Was? Dürfte eigentlich nicht. Musst du nochmal gucken. Die habe ich da letztens hinstellen lassen von unseren geliebten Praktikanten. Für Leute, die sich extra, die halt hier mit Leuten sitzen und dann brauchen sie das Glas. Das ist aber sehr löblich. Ja, und vorausschauend von dir. Ja. Also wenn sie schmutzig aussehen, ist es vielleicht sogar einfach nur, weil sie bei uns aus der Küche kommen. Ja, das stimmt. Schon deswegen solltest du sie wahrscheinlich lieber nicht benutzen, weil sie bei uns aus der Küche kommen. Ja. So, jetzt sind wir schon wieder ganz leer, ne? Ja. Mann, diese fucking Magie, ey. Ein bisschen im Kreis laufen. Nippels! Nippels! Nippels? Nippels! Pilz! Dieser Atal, den finde ich auch sehr geil. Cooles Design. Ich finde das Design generell total toll. Wir haben demnächst einen schönen Designbeitrag auf unserer Seite. Haben wir das? Ja, von Martin, unserem Praktikanten, über Hans-Rüdi Giebel. Ach so, das, ja, dem, das stimmt. Dem guten Erschaffer quasi, der das Alien. Nicht der Erschaffer des Alien-Universums, aber er hat zumindest einige Designs zugesteuert. Unter anderem den Necromorph. Hieß der Necromorph? Nee, das Alien? Xenomorph. Xenomorph, ja. Necromorph, das ist ja ganz anders. Und dann Martin. Muss man auch dazu sagen, das Alien heißt nicht Alien, sondern irgendwie offiziell heißt er Xenomorph. Ja. Das stimmt, ja. Überhaupt, ich finde geile Designs, das ist auch wirklich eine Kunst für sich. Ist es wert, ja. Deswegen, ich finde das auch immer, das gucke ich mir voll gern bei Making-ofs zu Spielen oder auch zu Filmen an, so diese kleinen Designentscheidungen, so, weißt du, warum sieht das so aus und nicht so? Und ich finde es immer voll faszinierend, wenn ich sehe, dass sich 10 Leute über die Gestaltung eines Fensterrahmens im Film unterhalten. Warum muss der so aussehen und was wollen die damit ausdrücken? Und yeah, geil. Das finde ich immer total geil. Ich kämpfe gegen das Letzte. So wie es sich gehört. Ich hoffe, es reicht, dass der eine dann tot ist, dass die Barriere dann verschwindet. Ja gut, aber wenn wir den anderen übernehmen, ist ja auch ein bisschen blöd. Ja, vielleicht sind die auch beide tot. Oh, vielleicht töten sie sich gegenseitig. Das wäre richtig schön. Und so wird es einem gedankt. Naja, es ist wie im echten Leben, wie in der Volkswirtschaft. Ja, komm, hat man das große Monster besiegt, kommt ein Typ und schießt dir den Kopf. Wie im echten Leben. Ja, sehr schön. So, jetzt hätte ich aber gerne mal so eine blaue Statue. Und dann gehen wir
Ein Paket Sprengstoff. Okay. Sicherlich ein Überbleibsel aus dem Krieg. Jetzt wird's absurd. Oh Gott, die Brücke, Alter, wo war die denn? Wo ist denn die jetzt nochmal? Also richtig sinnig wäre es ja, wenn man von hier weiter käme zur Brücke. Wie tief ist das, ey, jetzt? Ja, ist wie der minus siebte Stock oder was? Entschuldigung. So schön. Ja, Rotz. Aber siehst du, weißt du, andere melden sich direkt erstmal krank für einen Monat. Wir sitzen hier und ziehen es einfach durch, ey. Dann müssen wir jetzt erstmal... Wir müssen die Brücke finden. Komplett raus. Also müssen jetzt oh, aber nicht, dass wir, nicht, dass wir, um zur Brücke zu kommen, die blaue Statue brauchen. Davor habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Nee, war nee, da nicht wir noch... waren ja schon mal bei der Brücke, da haben wir doch was aufgemacht. Aber hier doch noch nicht. Nee, ich will nur speichern. Doch. Glaub, hier waren wir schon bei der Brücke. Nee, ach, weiß ich gerade. Ich glaube nicht. Kannst du mal ganz kurz zurückgehen, ob vielleicht noch die andere Tür irgendwie auf war? Eigentlich nicht, das habe ich gerade geguckt. Genau, die ist auf, da kam gerade her und die andere, nee, die ist auch zugemauert, ne? Oder ist da irgendwas? Sieht gar nicht. Nee, schade. Ach man, nein! Oh Gott! Ja, wir brauchen die blaue Statue, hilft alles nichts. Und dann müssen wir die halt vor diese Baskeliers stellen. Obwohl das mit dem Roten gerade schon nicht so gut geklappt. Oder das muss so sein. Das auf jeden Fall. Mit dem Roten, da kommen einfach nur ein Gegner, aber das Problem war vielmehr, dass wir... Dass wir. Was ist denn da? Flanken? Nee. Dass wir die blauen nicht haben, deswegen haben wir es nicht gemacht. Wir könnten natürlich auch einfach nur die beiden hinstellen, gucken, was passiert. Ja, aber ich meine ja, gerade kam ein Gegner und jetzt ist die Frage, heißt das, dass wir das falsch gemacht haben oder dass wir es richtig gemacht haben, aber es kommt halt trotzdem ein Gegner. So, danke, hier ist ein Gegner. Wir haben es auf jeden Fall richtig gemacht. Also alles andere. Ja, müsste eigentlich, ne? Rot Sinn. Und rot. Ah, oder? Ja, oder ist das halt wieder dieses Stein, Schere, Papier? Ja. Also eben nicht rot, sondern scheiße, was steht rot? Gott, dass man sich auch nicht merken kann. Rot, grün, blau war doch auf dem Schaubild. Ne? Ja, gib ihn, ja. Ja, dann müssen wir vielleicht mal blau probieren. Nee, lass uns das noch machen. Du gehst jetzt nicht richtig. Ja, noch für das Position. Und jetzt müssen wir müssen gucken, wo die war, weil jetzt auf der zweiten Ebene, das ist ja quasi die Verbindungsebene, die Brückenebene, zu den anderen Ebenen. Und wir müssen jetzt, glaube ich, ganz ans Ende. Ich habe mega Hunger und irgendjemand macht hier in der Küche gerade was. Echt? Ich riech nichts. Es riecht wie Nudeln. Aber wenn ich wie Nudeln? Hm. Wenn es nach Fleisch riechen würde, wäre es Ian. Das ist immer geil, wenn sich Ian hier manchmal so ein Steak brät. Mmh, Ian. Machst du das an? Was? Machst du das an? Voll. Wir waren doch letztens bei Rewe, dass du dir dieses 9-Euro-Steak gekauft. Erzähl mal was davon, während ich... Warum sagst du denn, warum, das ist schon wieder so ganz schlechte Schleichwerbung. Warum musst du jetzt den Namen erwähnen? Och, ich denke, die Leute irgendwie, wir kriegen da Geld für oder so. Nee, kriegen wir nicht. Wer... Weil mir so ist egal ist, wenn ich mir da und da... Aber, guck mal, kaufe, aber jetzt läufst du doch ganz... Blödsinnig. Nein, jetzt. Hier ist doch dann. Ja, aber da ist doch zu. Ja, als wenn du das noch in Erinnerung hast. Ja, doch, das hätte ich dir wirklich sagen können. Du das musst doch nicht wieder ganz zum Anfang zurück. Außerdem, ich dachte, hey, du wolltest jetzt in den Raum. Ich will zur Brücke. Aber wir waren ja noch gar nicht bei der Brücke. Ich erinnere mich daran, dass wir bei der Brücke waren. Wann soll das denn gewesen sein? Meinst du, waren wir nicht? Also wenn du dir sicher bist, ich meine, dann untersuch doch den Raum auch, wenn du schon den ganzen Weg zurückrennst. Nee, ich bin mir unsicher, ob es wirklich so ist. Also ich glaube nicht, dass wir schon in diesem Zeitabschnitt in diesem Brückenraum waren, ehrlich gesagt. Wir sind... Einen Raum vorher, glaube ich, haben wir angefangen, da lag der Typ, da, von dem haben wir die Knarren bekommen. Genau, hier ist der Leichenturm. Ja. Und das war quasi der Anfang. Ja. Wir waren noch nicht bei der Brücke. Abgefahren. Ja, eigentlich nicht so. Bist du ganz besonders den ganzen Weg zurückgelaufen? Ja. Pfadfinder Chris. Ach, das passt doch. Das passt doch alles. Ich meine, wir können es probieren. Wir können echt mal in diesen Raum mit dem Bassrelief zurück und schon mal die anderen Statuen ablegen. Also entweder ist es wirklich Farbe zu Farbe, Rot zu Rot, aber weil gerade ein Gegner kam, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht eher ein Zeichen war, dass wir das nicht richtig gemacht haben, statt richtig. Ja. Und dann müssen wir es vielleicht wirklich mit dem Steinschere-Papier-Prinzip probieren, also dann blau.
Rot steht grün, grün steht blau, blau steht rot. Also blau. Und mittlerweile ist es hier wie meine Hund, merkst du es? Ich laufe einfach rum. Also ja, genau, das ist das Problem, du läufst ja einfach rum. Kenn ich nichts, ja, aber ich kenne auch jeden Weg. Jeden Weg kennt er. Boah, diese Viecher, ey. Nicht so lange, ja, ne? Ja. Wenn das mal alles so einfach wäre, dann hätte ich zwei Sorgen weniger. Dann wäre die Welt voller Zuversicht. Das leider. Aber so einfach ist es. Wenn wir da hochgehen, dann sind wir wieder in dem Lichtstrahlraum. Nein. Nee, nicht da. Doch, ist richtig. Ja, ich meine, bei dem anderen. Riechst du das? Jetzt riecht nach Spiegelei. Ja, ich meine, doch stimmt. Ich rieche etwas. Das ist wahr. Oh. Oh ja. Mm. Oh, ich wünsche, jemand wird mir Spiegelei machen. Ich habe jetzt Eierappetit. Eier. Jetzt brauche ich gerade Eier. Alle Eier, wir brauchen Eier. Ihr habt so ein schönes Spiegelei auf Brot. Ja, und einfach Spiegelei mit noch mehr Spiegelei. Boah, jetzt ist hier der Typ wieder. Ja, aber dem sagen wir mal kurz Hallo. Hallo. Hier ist total normal, hallo. Hier ist total normal, grüß Gott. Du bist so absurd manchmal, das. Man versteht es einfach. Was bin ich? So? Absurd. Absurd. Wieso denn? Alter. Bam! Schön die Rübe runtergeschossen. Okay, also jetzt zählt's, pass auf. Da ist das rote Bassrelief, da ist das grüne und da ist das blaue. Wir haben gerade das Rote probiert dahinzustellen, dann kam der Gegner und die Statue steht da nicht. Also ich sag mal, das war jetzt nicht richtig. Scheiße, also hat grün rot geschossen. Ich kann es mir nicht merken. Blau, grün, rot. Oh, das Bassrelief zeigt eine Gelehrte. Ihre respekteinflößende Ausstrahlung bestimmt diesen Teil des Raumes. Hm? Okay, unter dem Bild ist eine Aussparung. Für den Fall. Nein, rot zu blau. Plötzlich rot zu blau. Also, ja. Na gut, aber dann kann man ja davon ausgehen, dass das der letzte Fehler war, den wir hier gemacht haben. Ein Hexenmeister, der einen Spruch ausspricht. Ach, alles Unfug. Ja, okay. Also brauchen wir jetzt noch die blaue Statue, um den grünen Spruch aufzuheben. Na gut. Shit, ja, und dafür müssen wir die Brücke sprengen. Nein. Also müssen wir irgendwie... Also müssen wir logischerweise, müssen wir erst in den Brückenraum kommen, um da an die Stadt zu gelangen. Ja, aber ich weiß, ey, wo war der fucking Brückenraum? Ja, ihn anguckt. Wo war ich der Brückenraum? Ich weiß. Schalalala. Können wir da her, ne? Nee. Waren wir da schon? Hier war nur das. Wollfinger, ich verstehe das. Ja, wir finden das schon. Ja, da war jetzt nichts mehr. Das finde ich irgendwie komisch. Ja. Oh. Scheißspiel, ey. Wie ist ein Ey, Fenster. Wir sind exakt auf denselben Trick zweimal reingefallen. Ja. Hier unten war ja nur das Tome. Nee, die Figur. Hier mussten wir dann gegen die beiden Typen antreten. Guck dir noch mal kurz auf die Karte. Nicht, dass hier irgendwo ein Zugang ist, den wir gerade übersehen. Nicht, dass man von diesem Raum in den Brückenraum kommt. Das wäre total bekloppt. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, und ich sage es gerne noch mal, die Karte ist optimierungsbedürftig. Also einfach nur einzuzeichnen, welche Räume es gibt, ist ja schön und gut, aber noch schöner wäre, also Brückenraum, du hast überhaupt keine Angabe, wo der ist, auf welchem Stockwerk, du weißt überhaupt gar nichts. Könnte der Raum sein, könnte auch einer von denen sein, die Räume verbinden. Wer weiß es? Also pass auf, wir gehen mal kurz logisch ab. Sieht man hier eine Brücke eingezeichnet? Nö. Pass auf, hier, von hier unten, da waren wir gerade. Das ist die tiefste Etage, in der wir sind, ne? Ja, das ist die tiefste Etage. Oh, er riecht wirklich nach Spiegelei. Da ist es nicht. Oh, Spiegelei. Da ist es nicht. Was mit Spiegelei? Alter! da ist es nicht. Hier? Unsere Hochzeit ist hier wohl zu Kopf gestiegen, was? Jetzt willst du aber mal knutschen. Hier ist es nicht. Ja, aber vielleicht ist das ja auch der Brückenraum. Das meine ich ja. Das weiß doch kein Mensch. Scheiße nett.
So, hier, pass auf, da kann ich, weiß ich nicht. Das hier sind alles nur. Ja, ganz genau. Gänge. Die, da ist es nicht, das kann ich sagen. Hier bin ich mir gar nicht sicher, wo das ist. Na, okay, also die seitlich gelegenen Räume, die sind es vermutlich eher nicht. Ah. Alter, was ist da los? Warum klingelt dein Handy? Timer abgelaufen. Timer abgelaufen? Wie lange spielen wir schon? Ja, 43 Minuten. 43 Minuten, da haben wir noch. Alles meckert noch nicht, das Thema. Komm, ey, ein paar Minuten haben wir noch. Mann, wir müssen den fucking Brückenraum finden. Sollen wir mal den Brückenraum suchen, ohne Kamera, und dann da weitermachen? Guck doch mal, war da um die Ecke irgendwas? Scheiße, ist zu. Und da wahrscheinlich die andere Seite auch, ne? Ja. Schicksal. Kismet. Ja, da waren die Bassreliefs. Das können wir da hin, genau. Die untere Tür, ne, na, jetzt gehen wir halt wieder zurück. Irgendwo muss der Scheiß doch sein. Warum überschreibst du nicht einfach den Älteren? Komm zurück. Den Brückenraum. I don't get it. Ich check's auch einfach nicht, ne? Mann, die haben bestimmt irgendwo einfach nur eine blöde Leiter übersehen oder sowas. Warte, gehen wir auf den Kopf. Guck mal, das geht zur Orientierung. Gucken wir jetzt mal bitte, was das für ein Raum ist, wo wir jetzt gerade sind. Das ist der Penisraum. So nennst du ihn? Ja, weil er davor hattest du nur diesen Part und diesen Part. Das untere Bahn. Und du merkst ihn dir mit Penisraum. Hä? Naja, wenn es aussieht wie ein Penis, dann denke ich mir Penisraum. Er soll aufhören zu zaubern. Alter, und du sollst aufhören, die Munition zu verschwenden, Mann! Ja, aber ich wollte ihm einfach. Man kann ihn doch nicht treffen, wenn er sich. Ich wollte ein Zeichen setzen. Oh. Merkst du denn, wie das Spiel? Bei ist das gleich auch ein Zeichen mit meiner Faust, Junge? Bei Deadly Premonition hatte ich das nicht. Das Spiel hier gefällt mir sehr, aber man verzweifelt auch einfach dran. Und man wird so. Wenn man so spielt, dann. Ja, und da ist auch nichts? Snasen, Knasen. Mann, das sieht echt aus, als könnte da ein großes Tor sein. Ja, war es aber nicht. Nee, leider nicht. Und da sind wir dann wieder in dem Lichtstrahlraum. Nee, den Lichtstrahlraum wird andere Raum gewesen. Aber da kommen wir doch jetzt hin. Ja, jetzt kommen wir da hin. Da war auch nichts. Oh, hoch und wieder runter. Man verliert aber auch die Orientierung. Ja, total. Genau, das ist das Mittelschiff. Genau, das ist der Lichtstrahlraum. Ah, den falschen Knopf drücken. Wir müssen jetzt im Prinzip mal kurz jeden Gang hoch, der jetzt in diesen Raum kommt. Weil ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wo der Raum war. Ich mich auch nicht. Und deswegen? Und in diesem Spielabschnitt waren wir da auch noch nicht. Ja, wie gut das einfach riecht, ne? Ja. Jetzt rieche ich es sogar. Also der Raum ist tot, ne? Lass mich mal kurz Erholung zaubern. Auf die Sanity, dann sind wir. Ey, pass auf, lass uns doch jetzt wirklich mal das Tape wechseln. Ich finde, zur Abwechslung musst du mal das Tape wechseln. Ich will das nicht mehr machen. So, und derweil renn ich hier noch ein bisschen rum. Ich habe auch noch gar nicht gespielt, du hast auch sehr gut gemacht, Chris. Es war eine erfolgreiche erste Stunde, finde ich. Es war, nicht gestorben, wir haben Rätsel gelöst und jetzt hängen wir halt ein bisschen, aber das gehört nun mal dazu. Ja. So, wir stoppen mal ganz kurz hier die Aufnahme. Es passiert nichts, ich renne einfach nur noch ein bisschen rum und vielleicht finde ich ja in den 2 Minuten, finde ich den Gang ja und dann habt ihr 2 Minuten gespart, obwohl ihr dann eigentlich nichts wirklich verpasst habt. So, das ist schon die Aufnahme. Du siehst gut aus, so. Wirklich? Durch die Kamera siehst du echt. Warte, ich zoome noch mal ran. Echt? Chris, ha? Soll ich? Kannst du ein bisschen mehr nach links? So? Oh ja, genau so. Ich kann auch irgendwie so. Das ist nur für die Ladies. Oh.
Und für mich. Wenn ich diese ganzen Beckham oder wie der Mensch heißt, Plakate sehe, denke ich, das da lache ich, lach ich ja drüber. Weil es gibt, dann denke ich, ey, Alter, hier, sag mal, warum fragen die mich ja nicht? Es gibt Aufnahmen von dem Dreh, wo Beckham halt quasi die Fotos gemacht hat, dass er sich Socken und anderes Zeug in seine Unterhose gestopft hat. Natürlich. Vor allem diese Boxershorts und Co., die sehen natürlich nur bei Beckham gut aus. Bei allen anderen sehen sie aus wie dumme weiße Boxershorts. Und vor allem, was Beckham auch so schön macht, ist natürlich auch Wundermittel Photoshop ein bisschen, ne? Ja, gut, aber muss man ja auch sehen mal. Ja. Aber es ist also im Kern sehen wir jetzt, wenn man uns in eine Reihe stellen würde, dich, Beckham und mich. Kaum Unterschied. Wüsste ich jetzt auf einen Schlag nicht zu sagen, wer wäre es. Ja, ich auch nicht. Vielleicht würde ich mich dann selbst auch verwechseln. Ja. Ich drücke jetzt mal Tschüss, ne? Sagst ja, dann, bis gleich. Du musst Abmoderation machen, weil ich bin ja quasi hier voll beschäftigt noch. Bis gleich.